Hallo zusammen, wir haben den 6. April. Es ist 17:44 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Und ich mache heute diesen Mittwochsfilm. Am Freitag bin ich nicht da. Ich fliege morgen früh nach Sevilla, Hossa. Und komme erst am Sonntag irgendwann zurück. Ich hoffe, dass ich am Sonntag den Freitagsfilm dann nachholen kann. Das nur zur Info. Und dann, das wollte ich auch noch sagen, hier die Geschichte, könnt ihr euch immer noch anmelden. Das ist am 13. April, das ist Mittwoch, nächste Woche, 18 Uhr. Da mache ich so ein Wunschkonzert für Active Trades und ich stelle auch den Link wieder unter den YouTube-Film. Aber ich kann über YouTube keine Aktien annehmen. Ihr müsst euch da anmelden und dann dahin schreiben, mach bitte das, das, das und das, weil ich bin nicht da. Ich kann mich da nicht drum kümmern und das nimmt Active Trades mir ab. Gut, hier ist der DAX. Also es war schon eine linke Geschichte heute, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier dieses Gap ich habe es extra dazu geschrieben, vom 15.03. bei 13.917. Und auf einmal hat das echt gezogen wie so ein richtiger Magnet, muss ich schon sagen. Wir sind von der Technik her weiter negativ, auch hier noch, wenngleich schon tief, aber das ist lange noch nicht tief genug, sodass dieses Gap unbedingt Bewandtnis hat, 13.917. Ich fand heute am Mittwoch war die Qualität dieses, ja, ich sollte nicht sagen Ausverkaufs, aber der Verkäufe war erstaunlich intensiv. Da war fast gar kein Atemholen für den Markt. Da wurde immer wieder weiter verkauft. Irgendwann gab es dann mal 50 Punkte und ganz zum Schluss, das war dann so ich glaube um 16 Uhr hatten wir Steve, ja, ziemlich genau um 16 Uhr. Gucken wir aber gleich nochmal im Stundenchart drauf. Dann kam mal sowas, was man Korrektur nennen kann von etwas mehr als 100 Punkten. Aber ansonsten, das sind die Tage, die morgens schon nicht so besonders toll anfangen. Sofort gibt es einen kleinen Abverkauf. Und dann zieht sich das den ganzen Tag runter. Die gibt es nicht so oft, diese Tage. Ja, oftmals reagiert er dann, korrigiert, bounced back. Aber das hat er heute überhaupt nicht gemacht. Was ich interessant finde, ist, er ist unterhalb von diesem Kasten, den ich hier schraffiert reingemalt habe, rein oder drunter gegangen. Und das ist da bei dieser 14.100, ist drunter gegangen, hat sich ja wieder reingerettet. Das finde ich durchaus eher erstmal positiv. Oder im Sinne von, man sollte nicht verzweifeln oder gleich davon ausgehen, dass wir jetzt hier irgendwo hier runtergehen. Das ist noch nicht der Fall. Die Nachrichten sind natürlich überall schlecht. Ich meine, selbst mir ist es aufgefallen, dass Kaffeekapseln nicht mehr 2,99 kosten, sondern 3,29, mal volle 10%. Und das ist ja bei Öl, bei wo auch immer der Fall. Also es trifft uns jetzt schon mal ziemlich direkt. Wie dem auch sei, also wir sind hier außerhalb diesem Kasten gewesen, ganz böser Fuhler, hatte ich am Freitag behandelt. Und heute waren wir drunter, aber sind wieder reingegangen. Das ist grundsätzlich in Ordnung, aber wir sind weit weg von der 20-Tage-Linie. Schauen wir mal auf die 4 Stunden. Die 4 Stunden hat also ein für mich nicht gültiges Verkaufssignal gegeben. Ne? Also, weil ich brauche den hier drüber. Ich will sowas hier haben, ja, über der 80. Deswegen, ich konnte da gar nicht so viel mitmachen. Es gab eine Abrisskante, die ist hier bei 14.366. Ja. Einmal das Low unterboten, hier auch nochmal, haben wir aufgesetzt, sind von weg und dann drunter und dann gab es Gas. Das hier ist hier rüber. Und damit haben wir diesen Kasten unterboten, aber uns wieder reingerettet auf 4 Stunden Sicht. Weiterhin negativ über den Trendfolger, weiterhin negativ über die Stochastik. Das ist noch kein Kaufsignal. Wir werden es gleich in der Stunde sehen. Das kann ganz gruselig werden. Oder vielmehr wurde sogar relativ gruselig. Wir haben also, wie gesagt, dieses Gap hier als erste wirklich oder als weitere Unterstützung und irgendwann zieht so ein Gap. Das zieht. Das Problem von Gaps ist, das sieht jeder. Und dann sagt jeder, oh, ich muss genau hier an dem Punkt kaufen. Ich würde es immer 10 Punkte vorher machen. Weil da unten wollen sie alle kaufen. Ja, aber 10 Punkte vorher traut sich keiner. Oder vielmehr noch nicht so sehr, aber das macht dann mehr Sinn. Da muss man vielleicht mal die 10 Punkte gegen sich aushalten. Gucken wir mal auf die 60 Minuten. Das ist das, was ich meine. Das ist fies. Die Stochastik war schon überverkauft. Ich gehe mal hier hoch und zwar seit dieser Kerze hier. Seit da. Das ist 14.479. Da galt ich schon als überverkauft und es gab eine Wahrscheinlichkeit, dass sie hier drüber geht. Nö. Schaut mal, die war die ganze Zeit, bis auf dieses kleine Ding hier, das hat sie sofort wieder ausgemerzt, die ganze Zeit unter der 20. Kein Kaufsignal. Es gibt jetzt, ich mache es mal näher ran, es gibt jetzt eine Entlastung. Dadurch, dass diese eine Kerze, in der wir uns momentan befinden, bis 18 Uhr, vernascht gerade den Hochpunkt von hier und da, wenn sie noch
bisschen anstrengend, dann sogar die 14.163. Das sind noch 15 Punkte und wir haben noch 11 Minuten. Das ist durchaus möglich. Das ist dann vom Chart her ein Kaufsignal, eine klassische Umkehrformation. Wir werden positiver über den Trendfolger und jetzt fängt er an, auf tiefstem Niveau zu drehen. Also wenn ich das so sehe, muss ich davon ausgehen, dass wir kurzfristig eine Korrektur auf diesen Abverkauf bekommen, wenigstens bis zum 20er gleitenden Durchschnitt, vielleicht sogar bis zu 14.350. 14.350, das ist eben halt diese Abrisskante hier. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich würde, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, würde ich den Markt nicht short gehen auf die nächsten 5, 6 Handelsstunden. Nee, würde ich nicht machen. Da würde ich tendenziell eher einen kleinen Long suchen. Aber auch hier mit Vorsicht. Nach wie vor, die Nachrichtenlage ist, kann sich innerhalb von Minuten ändern. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe euch diese Scheine mitgebracht. Und zwar ist der eine ein 13.753er. Da sind wir noch, ich gehe mal hier runter, da sind wir hier ungefähr, da, in dem Bereich. Weil, jetzt muss ich nochmal kurz auf den Tag zurückgehen, der Hintergrund dieser Entscheidung ist, wo ist der Tag? Hier ist der Tag. Ich mache das größer. Da sind wir unterhalb des Gaps. Da sind wir unterhalb und aber leicht oberhalb des unteren Bandes, ganz leicht oberhalb. So, wo ist er nochmal? Hier, 13.753, das ist die HG2A3K. HG2A3K. Als Put habe ich eingenommen 15.071. Damit sind wir also hinter dem oberen Band, hinter dem letzten Hoch, hier oben 15.071, ungefähr da, wo jetzt die Maus ist. Das ist die HG13XQ. Das sind heute Scheine von Trinkaus. Ich gucke das ja immer wieder an und die liegen heute wirklich gut, muss ich sagen, machen sie hervorragend. Und deswegen nehme ich heute die Scheine von Trinkaus, beziehungsweise HSBC, muss ich das ja richtigerweise sagen. So heißt die Firma. Also, ich bin jetzt in den nächsten Tagen nicht da. Normalerweise ist das ein sensationelles Signal dafür. Ich bin auch heute schon wieder im Chat da leicht auf den Arm genommen worden, dafür, dass da Bewegung entsteht. Größere Handelsamplituden, größere Volatilität. Muss ich von ausgehen. Ja. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir auch wieder hier oben sind. Aber rein vom Chart her, von der Technik her, sind wir über den Tag hinaus noch negativ. Ich habe da im Moment nicht viel Positives, außer dass wir diese Box nach unten verlassen haben und uns wieder reingerettet haben. Im Moment sind wir bei 14.148. Und das war ja auf Stundensicht die 14.163, sprich um 18 Uhr, die da vielleicht auch nochmal helfen kann. Wie gesagt, ich bin die nächsten Tage nicht da. Ich komme Sonntag irgendwann wieder. Ich mache dann den Freitagfilm am Sonntag. Und Mittwoch würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, bitte die Aktienwünsche direkt an Active Trades, weil die helfen mir dabei. Ich schaffe das zeitlich sonst nicht. Am Montagabend, da werde ich es wahrscheinlich nochmal in dem Film machen, ist dann Aufnahmeschluss. Und das, was ich dann habe, das suche ich mir dann aus, was wir dann nehmen. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, hoffentlich gutes Wetter. Ich werde es haben, 23 Grad. Hasta luego. Bye, bye.